Oh, das geht auch nur 10 Minuten. Das ist cool. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ne? Es gibt ja immer noch so ein paar Nostalgiker und so ein paar romantische Friendos, die hier immer wieder es feiern, wenn ich JBB-Content mache. Ich bin auch immer interessiert darin, also wirklich, das wird ja auch immer Teil meines Lebens sein. Ich bin halt nur nicht daran interessiert, irgendwie jetzt zum 16. Mal JBB 14 zu machen und mir die Vorrunde von weiß ich nicht wem reinzuziehen. Ich bin aber hier gespannt, das Schicksal der JBB-Rapper. Da bin ich ja mal gespannt. Denn das Schicksal der JBB-Rapper, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich könnte mir halt so vorstellen, dass halt dieser Stempel von diesem JBB-Rapper, dass man halt immer dieser Internet-Battle-Rapper bleibt oder diesen Stempel halt hat. Und ich bin stolz, sagen zu können, das ist jetzt auch wieder so ein Moment, der ein bisschen arrogant klingt und es ist auch okay, wenn ihr das so auffasst. Es ist aber eigentlich nur realistisch und selbstbewusst. Ich sehe mich mittlerweile wirklich als jemand, der irgendwie diesen Stempel loswerden konnte. So jetzt gerade mit meinem neuen Album, mit den Features so, mit den, das ist wirklich, und es war wirklich oft schwer. Aber egal, ich weiß gar nicht, ob es darum geht. Wir gehen einfach mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall über das JBB-Videos. Also wenn ihr Content Creator seid und so, ihr könnt gerne über JBB-Videos machen, Alter. Ich ziehe die mir echt alle rein, weil ich da Bock drauf habe. Ach ja, Freunde, als ich letztens mal wieder im Bett lag, mit Tempos und Reddit bewaffnet, bin ich über die einzige Page gestolpert, die ich nicht zum Zwecke der Selbstbefriedigung abonniert habe. Eher German Rap. Genauer gesagt, einen Post mit der Überschrift, warum werden alle JBB-Rapper pauschal gehatet? Gemeint sind damit all diejenigen Künstler, die in der Vergangenheit schon mal in irgendeiner Art und Weise auf dem Julians Blog Battle Kanal in Erscheinung getreten sind. Entertainment, Neo, AT, Rapido, Timatic. Cassius Clay und Fortune. Sprich Battle Rapper. Es ist kein Geheimnis, dass diese Leute. Ich merke immer wieder, dass ich da voll den Hang zu habe. So, weil ich mag das so. Das war schon eine krasse Zeit. Dieses JBB war schon eine krasse Zeit. Zumal erstmal da mitgemacht zu haben, so frisch aus der Klapse, Digga. Und auf einmal. Ich kannte ja nicht mal YouTube, wenn du es hart willst. So. Für mich war YouTube, ich hatte, bevor ich ins JBB kam, Digga, kein Internet, nix, Digga. Ich war einfach. Ich hatte eine 30 Quadratmeter Wohnung und eine Bong und eine Blazy daheim. Und sonst gar nichts, Digga. Kein Internet, nix. Egal. Und das war schon krass, so, weil es erstmal so eigentlich auch so eine Wendung in meinem Leben war. Und ich auch so eine neue Welt kennengelernt habe, noch zugleich. So, das war schon krass. Und danach halt die ganzen Reactions, die ich darauf gemacht habe. Also JBB ist schon ein großer Teil auf jeden Fall. Das müssten wir auch mal machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Bock hättet auf so eine JBB-Tierlist. Es gibt doch so eine Seite, da kann man so Tierlisten machen, oder? Cassius Clay und Fortune. Das würde ich auch gerne mal machen, Alter. Battle Rapper. Es ist kein Geheimnis, dass diese Leute in der deutschen Welt nicht gerade den besten Ruf genießen und eher belächelt werden, bei denen, die sie überhaupt erst mal kennen. Johnny Dixon zum Beispiel. Wer ist das denn? Darüber hinaus haben es Was ist das denn? gerade mal zwei bis vielleicht drei wirklich geschafft, sich seitdem ein richtiges Standbein damit aufzubauen. Der Rest macht das Ganze als Hobby und Hey, vielen lieben Dank, das freut mich schon mal sehr, dass ich da drin bin. Drei wirklich geschafft, sich seitdem ein richtiges Standbein damit aufzubauen. Der Rest macht das Ganze als Hobby und tümpelt seit Jahren mit der identischen kleinen Fanbase umher, die schon damals am Start war. Bei mir sind. Aber das hat auch, ich finde, ich muss da mal wirklich auch sagen, so, das ist halt einfach so auch, was heißt charakterabhängig so. Aber wenn ich so sehe, wie viele Rapper früher den. Ey, Bro, die hatten, da gab es Rapper im JBB, die hatten den übertriebensten Hype. Ich sag jetzt auch keine Namen, weil es immer so ekelhaft, so, weil man hat ja auch irgendwie bei Ecken immer noch, was heißt mit denen zu tun, aber man kennt sich halt einfach so. Und die hatten den überkrassen Hype und dann kommt einfach so ein Jahr oder 1,5 Jahre gar nichts. Und ich denke mir so, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, ob du halt durchziehst oder nicht. Und so vom Hype her ich hatte überhaupt nicht den größten Hype im JBB. So, ich war da nie einer, wo die Leute gesagt haben, oh, der ist voll krass. Natürlich hatte ich da meine Fanbase und ich war für viele oder für manche auch bestimmt einer der krassesten, aber ich hatte nie so ein, wie halt andere, so ein Standing, weißt du, wo du gesagt hast, alle, die haben den Hype des Grauens und dann denke ich mir, hätten die so durchgezogen, wie jetzt beispielsweise ich, als jemand, der wirklich nicht der gehypteste im JBB war, aber jetzt halt teilweise über denen stehe und das ist ja nicht der Skill. Natürlich ist es vielleicht auch der Skill, aber das ist auch ganz viel Charakter, ganz viel Energie, ganz viel Hingabe, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Durchhaltevermögen. Gib ihm. Und nicht halt ein Album machen in dem JBB-Hype, Digga, und dann halt irgendwie den Lenz schieben und 2 Jahre weg sein, sondern hätten die Gas gegeben, Digga, dann wären die heute, dann hätte man das auch schaffen können. Aber viele machen halt nichts so. Guck mal,
Was heißt, ich kann ja eigentlich auch Namen nennen. So, die wissen ja, ich bin denen alle wohlgesonnen. So ein Rapido oder so, Dicke. Du bist Endmaschine. Du brauchst dich raptechnisch nicht annähernd irgendwo hinter mir zu verstecken, Dicke. Du würdest, wenn wir battlen würden, du würdest mich an einem guten Tag weghauen. Ohne Probleme, Dicke. Du bist voll die Maschine. Genauso wie ein Johnny Dixon, Dicke. Johnny Dixon oder wie sie alle heißen, Dicke. Die hatten ja 100-mal mehr Hype als ich. 100-mal mehr, Dicke. Hätten die, wären die dran geblieben, einfach durchziehen, Dicke. Und das war halt viele, und ich glaube, viele hatten halt das Glück, dass sie einen anderen Job hatten und nicht auf eine Karte gehen mussten, sondern ein gesundes Teil der Gesellschaft waren, so dass sie halt keine Probleme hatten vielleicht, dass sie einfach, ja, ich gehe halt arbeiten und nebenbei mache ich ein bisschen Rap und hab da noch Freundin und mach da noch das und so. Und bei mir war halt, Dicke, all or nothing. So bei mir, Dicke, ich hab keine Ahnung, gar nichts, Dicke, ich hab gar nichts. Ich hab, bei mir gab's nur dieses Rap-Ding, friss dich durch. Und das hatten vielleicht halt andere nicht so. Und deswegen habe ich jetzt auch viele, kannst du sagen, überholt einfach so. Weil die, nicht weil ich besser bin, nicht im Ansatz, Dicke, was für Maschinen im JBB dabei waren. Real Rap, Maschine, Dicke. Ich denke halt gerade so Rapido oder Johnny Dixon oder so. Die hatten beide Hype des Grauens, Dicke. Gerade so ein Rapido oder so. Ja, und das ist halt, ich weiß, er hat auch Probleme und so. Ich will auch, Bro, du weißt, ich habe nur Liebe für dich so. Nichts als Liebe für dich so. Ich halte dich für eine übertriebene Maschine. Rapido ist auch immer so einer, mit dem ich gerne mal einen Song machen würde, sag ich dir ehrlich, weil Rapido ist so einer, Dicke, da kannst du wirklich powern, Dicke. Der, boah, der fetzt so rein halt, ne? Und das ist, glaube ich, so das größere Problem, weil du kannst dich da rausboxen, Dicke. Du kannst dich da rausboxen, wenn du in deinen Tracks, das ist auch sowas, was ich nie gemacht habe, in Tracks andere JBB-Rapper dissen oder nur andere JBB-Rapper featuren. Das heißt, ich habe jetzt viele, zum Beispiel auch so einen Johnny Dixon oder so oder auch einen Damon, boah, ich plaudere richtig aus dem Nähkästchen so. Aber ihr kennt mich ja. Deswegen habe ich auch mit denen in letzter Zeit weniger Songs gemacht, obwohl ich sowohl einen Johnny noch auf dem Part von mir, er wartet bestimmt nicht darauf, aber er hat mich vor 2 Jahren oder so mal angefragt und hat dann auch noch ein paar Mal nachgehakt, genauso wie Damon oder so. Und ich feiere die Jungs ja brutal. Aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder mit denen einen Song mache, auf einem Song, wo sie dann vielleicht Neo dissen oder ein Detox Vengeance oder ein weiß ich nicht wen und sich selber, und ich will in diese Bubble nicht mehr rein, so. Also nicht, dass ich das verabscheue, aber für mich ist das so, ich will diesen Stempel JBB-Rapper nicht haben. Nicht, weil ich kein JBB-Rapper bin, sondern weil ich mehr bin als das. Und wenn ich dann immer wieder da reingehe und die Leute feature und die Leute daraus dissen und immer wieder dieses, das gleiche Ding mache, so, dann kommst du halt da nicht raus. Rapido, tatsächlich hat Rapido mich, also ist auch jetzt dumm, dass ich das sage, so, früher habe ich Rapido öfter nach einem Feature gefragt und dann hat er gesagt, nee, geht noch nicht. So, früher habe ich oft gesagt, Bro, wir müssen mal einen Song zusammen machen, so, ja. Und es kam irgendwie nie dazu und jetzt hat er mich letztens gefragt. Ich habe aber noch nicht geantwortet, Digga. Das ist wirklich nicht die feine englische Art von mir, aber ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht im Moment so. Also mit Rapido würde ich wirklich gerne einen Song machen. Ich glaube, das könnte richtig knallen. Als Pubertärem nichts nutzt, natürlich der identischen kleinen Fanbase umher, die schon damals am Start war. Bei mir sind als Pubertärem nichts nutzt natürlich sofort alle Alarmglocken angegangen, weil ich diesen Kandidaten eigentlich immer recht wohlgesonnen bzw. nie wirklich Pubertärem nichts nutzt. Ich mag das, wenn man sich selbst ist. Abgeneigt war. Also habe ich mir die Diskussion unter der Frage reingezogen und mich entschlossen, die besten 3 Argumente als Grundlage für dieses Video hier herzunehmen und einfach mal meinen JBB-Kiddy-Senf dazu abzugeben. Ihr seht heute... Also JBB-Kiddy, geil. Also die das ist Donnie Darko. Das ist es Donnie Darko? Ist es Donnie Darko? Sieh's voraus, Donnie Darko. Nein? Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, das ist wieder so ein Moment. Fuck, Alter. Ich dachte, jetzt wär's. Alter, fuck. Mann. Warum tue ich mir das immer selber an? Alter, fuck. Das ist Spider-Man. Jetzt, wo ihr es sagt, denke ich mir, ja, das ist er wirklich. Das ist er. Ich dachte, das wäre Donnie Darko, Digga. Tobey Maguire. Hä, wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, warum. Ich hatte gerade, als ich das Gesicht gesehen habe, hatte ich im Kopf... Sieh's voraus, Donnie Darko. Tobey Maguire. Okay, alles klar. Beruhigt euch, macht ein Meme draus, ladet es als Clip hoch. Ist okay. Oh, das war aber wirklich wieder ein böser Cheeky-Moment gerade. Die verzerrte Sicht eines hängengebliebenen Silbenzählers durch die rosarote Nostalgiebrille. Heute also die dieses Video hier herzunehmen und einfach mal meinen JBB-Kiddy-Senf dazu abzugeben. Ihr seht heute also die verzerrte Sicht eines hängengebliebenen Silbenzählers durch der ist geil, der Typ, Digga. Die rosarote Nostalgiebrille. Viel Spaß. Ey, das klingt auf jeden Fall gut.
Der hängen gebliebene Silbenzähler, der das Ganze durch eine rosarote Nostalgiebrille betrachtet, das ist eine Formulierung, die mir zusagt, Digga. Ja, Real Talk. Und Cringe oder Queen oder wie auch immer, ist ja auch einer, der einfach auch durchgezogen hat. Der einfach durchgezogen hat. So Leute, nach diesem zugegeben recht überspitzt provokanten Intro jetzt mal Butter bei die Fische. Dieses infantile Image wird ja oft als Totschlagargument benutzt, wenn man Julien oder die Battle-Turniere nicht mag. Ich will ja auch gar nicht die beleidigte Leberwurst spielen und auf Kampf alles in Schutz nehmen, sondern einfach nur stellvertretend für die Gegenseite argumentieren. Natürlich. Doch, er redet mir aber ein bisschen zu schnell, Alter. Das ist so. Ich habe mich auch gerade auf die Melodie, auf das Intro, auf den Intro-Beat von Julius Block Battle 2014 konzentriert. Das ist auch so, da fühle ich mich auch, als hätte ich die rosarote Nostalgiebrille auf. Ich blicke ich sehr nostalgisch aufs JBB zurück, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben mitbegleitet hat. Aber ich bin auch Real Rap. Nicht bescheuert. Ich bin schon bei weitem nicht mehr der Silbenzähler, der ich zugegebenermaßen schon mal war. Und Ey, der ist cool, Alter. Der haut viele Aussagen raus, hinter denen ich voll stehen kann. Das ist bei mir auch so. Ich liebe Silbenzählen, aber ich bin, weiß Gott, auch nicht mehr der Silbenzähler, der ich mal war, Digga. Dosch gezogen, hä? Es gibt Leute, die ziehen Dosch, Mieze. Tod, die nichts mit dieser Battle-Rap-Schiene gemeinsam haben. Ich habe nur schon immer Wert auf eine gesunde Mischung aus Text und Sound gelegt, wenn ich mir was Neues reingezogen habe. Das war übrigens... Alle bei der Battle noch, ich habe gerade Zeit, deinen Blick auf meinen Terminkalender. Das ist das Intro aus dem Chrome-Mixtape von damals, was übrigens überkrass ist und das schon rauskam, bevor das erste JBB am Start war. Nur falls mir irgendwer unterstellen möchte, ich würde Julien nur alles nachplappern und hätte keine eigene Meinung oder so eine Scheiße. Auch das mag ich schon mal ohne Grund vorweg rechtfertigen. Auch das ist ja ein Charakterzug und eine Attitude, die ihr von eurem Sif-Maul-Jiggy kennt. Einfach schon mal eine Rechtfertigung in den Raum stellen, obwohl keiner irgendwas sagt. Du bist ein Sohn. Ach ja, beim Thumbnail habe ich mich, by the way, bei meinem... Beim Thumbnail? ...mit Abstand erfolgreichsten Video, als auch bei diesem äußerst einfallsreichen Kollegen inspirieren lassen. Aber Bro, jetzt mal Real Talk, Alter. Jetzt reicht es mal langsam mit den Erklärungen. Also hau mal Fakt, worum geht das Video? Bis jetzt ist alles nur Erklärungen, Digga. Jetzt erklärt er mir das Thumbnail. Das interessiert doch niemand. So scheißegal, was das Thumbnail, Digga. Raus jetzt. Mit den zwei Zutaten muss dieses Mal doch eine Mille drin sein, oder nicht? Thema, das Cash auf dem Tisch. Da meinten ja viele, boah, das ist doch fake. Das ist keine Seriennummer, das ist Monopoly-Geld. Er ist der Allerechte. Er ist auch jemand, von dem ich immer meinen Hut ziehe. Es ist noch einer im Internet, einer der wenigen im Internet, die noch echt und authentisch sind. Nahbar auf dem Boden geblieben. Das mag ich. ApoRED ist der Allerechte. Natürlich, alles Monopoly-Geld. 600.000 Racks gerade auf dem Tisch, okay? Kommen wir jetzt also endlich zu den drei Hauptargumenten der Gegenpartei, aka OG Kimo Fanboys, die Moneyboy-Memes zum Schreien lustig finden. Ich habe hierzu exemplarisch zwei der relevantesten genommen, von denen ich auch so gut wie jedes Release kenne, by the way. Nummer 1, JBB-Rapper haben sich selbst verraten und machen seitdem bis... Warte mal, ich muss wirklich das Video, ich stelle das gerade gleich wirklich auf ein bisschen langsamer, weil das ist wirklich für einen ADSler wie mich, das ist schwer. Da kommen so viele Bilder und da... Die Moneyboy-Memes zum Schreien... Endlich Digga. Zu den drei Hauptargumenten der Gegenpartei, aka OG Kimo Fanboys, die Moneyboy-Memes zum Schreien lustig finden. Er hat auch so verschachtelte Sätze. Ich habe hierzu exemplarisch zwei der relevantesten genommen, von denen ich auch so gut wie jedes Release kenne, by the way. Nummer 1, JBB-Rapper haben sich selbst verraten und machen seitdem bis heute noch die gleichen... Warte mal, ist das jetzt ein Klischee oder was? Release kennen, by the way. Nummer 1, JBB-Rapper haben sich selbst verraten und machen seitdem bis heute noch die gleiche Musik. Der ganzen Sache liegt ein tatsächliches... Ey, ich mach jetzt wirklich mal kurz ein bisschen langsam, Digga, ich krieg hier wirklich gleich... Bruder, entspann dich mal. Problem zugrunde, das auch ich nicht von der Hand weisen kann, und zwar das Bewertungssystem. Julien hatte mal abgesehen vom User-Voting meistens die Alleinmacht über Sieg oder Niederlage in einer Person vereint. Wozu sowas führen kann, wissen wir alle, und auch in diesem Fall hatte das Konsequenzen. Alter, so ist aber auch zu langsam. Ist auch scheiße. In der Folge hat sich ein Großteil, also eigentlich fast... Ich kann... oh je, Scarlett, ja, es ist... Ich würde es auch so gucken, aber ich glaube, das fuckt die meisten ab. ...jeder an Julians Musikgeschmack angepasst und sich diesen Blueprint unterworfen. 90 BPM, möglichst viele Reimsilben und einfach auf die Kacke hauen, voilà, die typische JBB-Runde. Real Rap ist auch so. Und das ist auch was, was viele JBB-Rapper, wenn sie da mal... Also,
Manche haben gar nichts gemacht oder haben einfach, sind meiner Meinung nach zu wenig dran geblieben, haben ihren Hype verpennt, wie man so schön sagt. Und haben dann, wenn sie mal was gemacht haben, genau das gemacht, was im JBB halt angesehen wurde. Nämlich dissen, im besten Fall noch andere JBB-Gegner dissen oder mit JBB-Teilnehmern featuren. Und dann auf einem 90 BPM-Beat mit im besten Fall ha, 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 irgendwelchen Chören rein, viele Reimsilben und alles nach dem Prinzip, wie würde es Julian bewerten und feiern, abliefern. Und dann bist du natürlich in dem Schicksal eines JBB-Rappers drin. Weil dann hast du machst ja nur das. Wie sollst du auf andere Dinge so... Wie sollst du da rauskommen? 90 BPM, möglichst viele Reimsilben und einfach auf die Kacke hauen, voila, die typische JBB-Runde. Damit verloren die einzelnen Künstler natürlich an Individualität, was schade ist. Plus das gesamte Teilnehmerfeld wurde auch einfach langweilig, weil jeder gefühlt nur das Gleiche machte. Aus dieser Hinsicht kann man also auf jeden Fall sagen, ja, das JBB hat dazu geführt, dass viele Rapper ihren eigenen Style zugunsten eines besseren Turnierergebnisses verraten haben, absolut. Jetzt 100%, ja, während dem JBB, aber auch danach. Aber zu behaupten, es würde bis heute immer noch nur die gleiche Mucke kommen, ist Blödsinn. Nehmen wir als Beispiel mal Johnny Dixon, bis heute auch einer meiner Lieblingskünstler. Ihn hat die JBB-Vereinheitlichung damals auch ziemlich erwischt, aber es skippt mir halt einfach mal durchs aktuelle Album durch. Der ist auch, Johnny Dixon ist auch, by the way, so einer, ne? Der ist so krass. Der ist wirklich krass, Digga. Weil Johnny Dixon kommt halt noch dazu, der hat so ein mächtiges Gesamtpaket einfach. Der hat eine coole Stimme, der kann geil reimen, der hat Punchlines, Digga, der hat krasse Hooks und so. Ich weiß, es ist ekelhaft, wenn man so Leuten, weil das löst halt voll Druck aus und vielleicht leiden die da auch manchmal, aber auch Johnny Dixon ist meiner Meinung nach so einer, Digga, wäre der dran geblieben. Und was hatte der auch schon für Features damals, als Sunny Hype hatte mit Sunny und so, ne? Also einfach mal dann durchspeißen, Digga. Einfach mal dranbleiben, so. Ja, er macht jetzt ist aber vielleicht schon, ich weiß nicht, wie viele Streams diese Songs haben, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die nicht so viele Streams haben, weil einfach für die hartgesonnenen Johnny Dixon, die kennen das einfach nicht. Der Sprung ins kalte Wasser ist da vielleicht auch zu groß schon gewesen. Vielleicht war der Schritt von dem bösen Mobbing-hochprofessionell Johnny Dixon, der auf alles einen Fick gibt, zu dem Song, der Mond heißt, zu groß. Vielleicht hätte er da einen längeren Übergang machen müssen, dass man so langsam aber sicher sich akklimatisieren kann. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele Streams die Songs haben. Ich weiß es ja nicht. Eliminiere mit meiner Part aller Enemies. Johnny Dixon ist krass. Ja, Mann, das kenne ich auch, das ist geil. Ja, ich würde sagen, spricht für sich, oder? Sein Teampartner Damon war darüber hinaus schon immer extrem einzigartig und bringt auch heute noch Abwechslung ohne Ende. Das Einzige, was man ihm und vielen anderen auch vorwerfen kann, ist die Single-Auswahl, die zugegebenermaßen schon ziemlich sehr auf die JBB-Fanbase aus alten Tagen abgestimmt ist. Wie sollen neue Fans dazukommen? Aber das ist, ja... Wenn man einfach mal eine komplette Single dafür verpulvert, einen Typen zu dissen, gegen den man vor 7 Jahren mal in einem Halbfinale von einem Internet-Battle verloren hat. Das ist... Danke! Danke! Danke, Digga, genau meine Rede. Exakt meine Rede, Digga. Das ist für die weitere Karriere einfach maximal kontraproduktiv und das sage ich als Fan. Das sind nun mal auch die Tracks, die, wenn überhaupt mal von Nicht-Fans gehört werden, ist ja auch irgendwo verständlich, dass dann bei einem das Bild hängen bleibt, der Typ macht dir seit 10 Jahren nur das Gleiche. Wirklich sehr gute Formulierung. Aber die Sache ist auch da, das ist auch schwer als Künstler, das ist auch ekelhaft. So, ich meine, ich kann mein Paradebeispiel, sie trägt die Nikes, ne, das ist natürlich... Das Paradebeispiel so des Grauens, ich stehe auch nicht mehr hinter dem Song, das war auch sowas ganz anderes, aber ich weiß auch, dass ich Songs gemacht habe, oder dass oft, wenn ich Songs mache, dass man so Angst vor dem Feedback der Fans und der Community hat, von den Leuten, weil man weiß ja, die Leute wollen das und das von einem haben und man lässt sich dann schon oft lenken, dass man denkt, man macht jetzt das, aber so, keine Ahnung, und das ist dann auch schwer als Künstler. Dann mal so diesen Mut zu fassen, auch mal sowas zu machen, was halt anders ist oder komisch. Ich hab das ja auch. Ich hab auch letztens, ich war vor einer Woche, vor einem Monat oder so hier im Stream, als ich ein paar
Logic-Projekte. Logic ist das Projekt, mit dem ich Beats baue und Songs aufnehme. Als ich ein paar geöffnet habe und euch so ein paar Skizzen von mir gezeigt habe, von so Songs, die so null Chiggy-Likes sind. Null. Die Leute werden sagen, was ist denn das? Und viele von euch haben gesagt, ey, wie krass, haut es doch raus. Und ich sage, ja, ich trau mich aber nicht. Ich trau mich nicht. Ich habe mich ja schon viel getraut. Also Cedric the Nike ist halt, wie gesagt, das Paradebeispiel. Aber auch so eine Minus-EP oder so. Ich weiß auch noch, als die JB, als ich so meinen, es war kein Hype, aber als die Leute damals JBB 2015 nach meiner ersten Quali und danach in meiner Runde gegen Benson so, da kamen schon viele Nachrichten, so krass und so auf einmal Like-Zahlen. Von einem kleinen Stadtidioten gingen die Like-Zahlen nach oben. Da war schon so krass so, okay, die Leute checken das so, die feiern das ab, ne? Und dann haben sich viele Leute von mir die zwischen Narzissmus und Selbstmitleid CD, EP gekauft und angehört, so, ne? Und dann waren viele enttäuscht. Weil sie halt den Battle-Rapper haben wollten, so. Und ich war aber da schon so voll auf diesem Depri-Film teilweise und so, ne? Und dann, das ist dann halt schwer, wenn man halt so, wenn man sich so einlullen lässt von der Erwartungshaltung der Konsumenten, so. Die Minus-EP ist das Gleiche. Die Minus-EP, Bro, guck mal, das ist jetzt so ein bestes Beispiel. Ich drop einen Song, Cole ist auch natürlich nicht keine Normalität, aber so ein Song wie mit Azad, der macht jetzt in 3 Tagen 100.000 Streams, ne? Und 100.000 Streams haben nicht mal Songs auf meiner Minus-EP. Und die Minus-EP, Dicker, die ist ein Jahr alt fast. Und da haben manche Songs nicht mal 100.000 Streams. Und das bestätigt mir eigentlich das, was ihr hören wollt. Ihr wollt bam, 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 ne? Und die Minus-EP ist aber so mein Herz. Das ist genau das, was anderes. Das ist genau dieser Moment, wo ich als Künstler einfach da sitze und mir nicht mal Künstler, sondern als Mensch, Janis, mir einfach denke, das liegt mir gerade auf dem Herzen. Ich mach jetzt das. Und dann muss man aber damit umgehen können, dass dieses Feedback halt nicht so ausfällt wie, oha, Digga, oh, was ein Track, krasse Lines, krasse... Das. Und wenn du halt aus dem JBB kommst und es wahrscheinlich auch noch deine erste Erfahrung ist, die du jemals mit der großen Bühne gemacht hast, dann lässt du dich davon leiten, 100%. Und dann nimmst du halt 3 Jahre später oder 2 Jahre später eine Single-Auskopplung, Digga, und disst halt jetzt zum 12. Mal Neo. Weil du halt in deinem Kopf denkst, ja, oh, die feiern das alle, wow, böse Neo-Line, die wollen disses, so, das ist aber... Ist ja auch irgendwo verständlich, dass dann bei einem das Bild hängen bleibt, der Typ macht dir seit 10 Jahren nur das Gleiche. Danke, the Cracky Rabbit und Oli jetzt gerade vor mich auch. Time Out, genau, Time Out, Digga, Time Out, ich liebe diesen Song. Time Out, ich kann euch jetzt hier zeigen, im Moment hören 225 Leute meine Songs. Der Track mit Azad hat jetzt 112.000, 113.000 Streams, ja? Jetzt gehe ich auf meine Minus-EP, aber Time Out jetzt beispielsweise. Time Out hat 120.000 Streams. Das hat Azad Part nach 3 Tagen. Und diese EP, Digga, die ist weiß nicht wie alt. Blitz und Donner! Nicht mal 100.000 Streams. Und Blitz und Donner, Dicker, ich liebe diesen Song. Da habe ich euch mein Herz gegeben. Das war die Zeit, wo ich gerade die ADHS-Diagnose bekommen habe. Das ist auch kein typischer Jiggy-Song. Meine Schwächen, meine Fehler, ich stehe dafür gerade. Meine Ängste, meine Liebsten. Wenn ihr ruft, bin ich da, keine Frage. Meine Gegend, jedes Eckchen, die Komfortzone und ihre Grenzen. Und wenn du es marketingtechnisch betrachtest, ne? Und finanziell ist der Song für den Arsch. Der Song ist für den Arsch. Es ist für die Fans, für euch, für die Gleichgesinnten, die das fühlen, ne? Goldwertige. Meine Panik, meine Ängste, meine Taten und die Konsequenzen. Und das ist halt, wenn ich nur so Mucke machen würde, Digga, dann wäre ich heute niemals an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Niemals. Ständig Blitz und Donner. Manche Leute nennen mich Hypochonder. Mache meinem Namen alle Ehre, ich bin restless. Sitze wieder mal beim Doc ADHS-Test. Und ein paar Tage später steht die Diagnose. Heißt für mich noch mehr Pillen, die ich nehmen muss am Morgen. Hab den Song von Joyner Lucas im Kopf. Kinda feels like I'm dying on the inside. Steh beim Rewe an der Kasse, muss warten. Und kill bei jedem Piep, dass das Scannergerät macht. Die banalsten Dinge sorgen schon für Bluthochdruck. Und das ist mega unerfolgreich, so ein Song, ne? Aber das ist so ein Song, den lieb ich. Wenn du mich fragst, wenn mal dieser wenn jemand sagt, ey, mach mal einen Song von dir an oder so, und es nicht darum gehen würde, was ist erfolgreich oder was stößt am meisten auf Anklang, würde ich so Songs anmachen. Weil das sind die Songs, die mir am meisten bedeuten. Laufe heim, lass mich allein. Weil das, ich weiß, das ist so, das ist Janis. Die Flugmodus nicht erreichbar und wirke dadurch oft arrogant. Das ist nicht arrogant, Bruder, das ist soziale Angst.
Wahnsinn, was der Wirbelsturm im Kopf mir abverlangt. Ich hoffe nur... Naja. Und dann kriegst du halt aber das Feedback von außen. Ja, ist zwar cool, ich fühl das so, ein paar, eine Handvoll fühlt's, ne? Lost My Mind ist auch experimentell. Lost My Mind ist auch alles andere als Jiggy. Aber das geht ja so weit, dass mir schon die Miete dann sagt, ja, ist klar, dass der nicht so gut läuft, das ist halt voll untypisch für dich. Und du kriegst halt von allen Seiten so, kriegst du halt so, pff. Weißt du? Punkt 2, JBB-Rapper sind peinlich. Für mich war die Minute vielleicht, ja, genau, du, dann wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich das neue Album was für dich sein. Weil das neue Album geht halt voll in die Fresse. Die wollen den aggressiven, ja, ich weiß. Und ich sag euch noch was, ihr kriegt den aggressiven Jiggy, aber nicht, weil ihr ihn wollt. Sondern weil der aggressive, weil ich es will. Weil es an der Zeit ist, Digga, nach dem Rumgeheule, nach dem Minus. Ja, ich weiß, meine Lieder sind doch wirklich soft, aber change my mind, Digga, we go hard. Stick'em, hahaha, stick'em, brrr, stick'em. Jetzt ist Zeit dafür, Digga. Es ist Zeit, mal wieder jetzt reinzuholen. Ist ja auch irgendwo verständlich, dass dann bei einem das Bild hängen bleibt, der Typ macht dir seit 10 Jahren nur das Gleiche. Punkt 2, JBB-Rapper sind peinlich und man müsste sich dafür schämen, diese auch heute noch zu hören. Okay, ich habe jetzt die super Aufgabe, Teilnehmer aus einem Turnier zu verteidigen, dessen mit Abstand erfolgreichster Teilnehmer ein Rapper SpongeBob Schwammkopf ist. Na toll. Neben SpongeBob... Na toll, das wird schwer, ja. ...war gefühlt die Hälfte der anderen Rapper maskiert oder sogar kostümiert, wie zum Beispiel... Aber auch SpongeBob, ne? Oder San Diego. Es war ja der absolut gehypteste von allen. Und auch der, das ist ja, also ich will nicht immer, guck mal, ich vergleiche es einfach mit mir. Erstens, weil ich vielleicht, nennt man das egozentrisch oder ist es krankhaft dann egozentrisch? Ich bin ein egoistischer Typ, ich spiele in meinem Leben eine sehr große Rolle, wen wundert's? Und wenn ich in meinem Stream bin und selber genau in dieser Materie aktiv bin, ist der Schritt natürlich sehr naheliegend, dass ich alles mit mir vergleiche. Wenn ich, weiß es nicht, vielleicht irre ich mich, was hat Santiago für monatliche Hörer? Okay, der hat 90.000 mehr als ich. Und Santiago, Dicker, der hätte... Ey, also der Hype von Santiago, Bro. Das war ja... Also ich sag dir ehrlich, der hätte ja sonst wo sein können. Und oft, ich will denen auch gar keinen Vorwurf machen, die werden ihre Gründe gehabt haben, warum viele dieser Hype-Rapper halt einfach nicht geliefert haben. Ich weiß nicht, Hype verpennt haben. Ja, er released ja auch nichts, aber die Frage ist ja, warum released er da nichts? Oder Digga, der Head komplett. Vor allem auch. Und dann siehst du halt, das sind halt die Beispiele, du kannst diesen JBB-Stempel loswerden. Heutzutage, wenn mich Leute irgendwo erkennen, fragen, sonst was, irgendwelche Leute, JBB ist kein Thema mehr. Null. Von 100 Leuten, die mich irgendwie sehen, erkennen, fragen, sonst was, fragen vielleicht 3 nach, ey, du hast ja auch im JBB mitgemacht oder so. Und das ist einfach, ja. Auch Entertainment. Entertainment, ein auch leider unterschätzter Künstler. Komplett auch Entertainment, Alter. Da muss man auch eine Lanze bzw. eine Axt für ihn brechen. Was soll ich euch über Entertainment erzählen? Aber vielleicht musst du dann auch mal den Schritt... Ich finde, er hat ja den Schritt gewagt, dass er seine Maske geändert hat oder so, aber vielleicht musst du da... Ja. Aber sollte sich jeder mal zu Gemüte führen, der sich für lyrische Raffinessen interessiert. Onkel Chirai, du wusstest es nicht mal, dass ich im JBB war? Ist natürlich halt auch geil. Ja, siehst du? Dieser Typ hat mit seinem zweiten Tonträger Platz 4 der Albumcharts erreicht und gehört skilltechnisch, vor allem textlich, locker zu den Top 5 dieses Landes. Locker. Real Rap ist so. 100%. Entertainment, Bro, der steckt einige weg. Einziger Dealbreaker für viele, der Typ trägt oder trug halt ein Entenkostüm. An der Stelle kann ich nur so viel sagen, ich finde das Outfit in Kombination mit Stimme und Delivery sehr stimmig. Ich finde, vielleicht könnte er erst auch mal so einen Stilwechsel machen, weil, was heißt ein Stilwechsel, aber das ist ja schon auch Nischenrap, so dieses Schlachter-Outfit, Blut, alles da. Ich meine, Crow trägt auch eine Panda-Maske. So, mit Maske geht was. Mit Maske geht was. Vielleicht muss halt dieser Horrorfilmer weg, aber dann hat er vielleicht Angst oder... Das sind halt die ganzen JBB-Leute, die sagen, ah, wo ist denn Entertainment denn? Ich vermisse den harten Ente. Ich vermisse den brutalen Ente. Ich vermisse den und das und ja. Aber das ist der Way to go, wenn du halt diesen Stempel loswerden willst und halt vielleicht mal über 40.000 monatliche Hörer auf Spotify kommen willst. Dann ist das meiner Meinung nach der Way to go halt. Und bei weitem nicht so peinlich wie sowas hier, was ja auch tot gefeiert wird. Plus, der Rap-Skill alleine sollte, wenn es nach mir geht, schon ausreichen, um selbst den größten Hater sagen zu lassen, okay, das ist einfach krass, scheißegal wie der aussieht.
und zieh ihnen die Haut ab, als wären sie Chiquita-Bananen. Wenn man den Rest erzählt, wie der Rap, da geht mir auch wirklich einer ab, Digga. Ich bin da so Fan von. Mit Ente-Texte vergleicht, wird dir klar, ich geb einen Scheiß auf dein Menschenrechtlerverein. Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wie primitiv ich die Reduktion eines guten Künstlers und seine Werke auf sein blankes Äußeres. Ja, Ente ist vielleicht wirklich so drauf. Ja, da habe ich auch tatsächlich dran gedacht. Kann sein, vielleicht will er auch diese Musik machen, ja. Aber ich glaube, dass er mindestens genauso, wie er diese Musik machen will, auch halt erfolgreicher sein will. Nein, nein, das ist aber gar kein Spaß. Das kann bei Ente wirklich sein, Pearson. Also ich meine es ernst so. Das kann wirklich sein. Das ist ja wirklich so, dass die Leute halt tatsächlich so das rappen. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ein Johnny Dixon wirklich in jedem Track Neo dissen will. Oder Damon in jedem, in vielen Songs Neo oder Detox Vengeance oder wen auch immer, Dicke, dissen will. So, das ist halt, die machen das, weil sie denken, das ist halt cool oder weil sie da noch eine Rechnung aufhaben oder offen haben oder weiß ich nicht. Aber bei Ente kann es natürlich schon sein, dass er tatsächlich halt diese düsteren Gedanken hat. Also da bin ich mir relativ sicher, weil, also, ich will nicht sagen, ich kenne ihn, aber wir haben uns ja auch mal gesehen, haben dieses Interview gemacht. Es kann schon sein, dass er gar keine andere Musik machen will. Das finde, das ist aus meiner Sicht einfach kein Argument und ziemlich peinlich. Dazu kommt noch, dass heute, bis auf die auch geänderte Maske, gar nichts mehr gilt. Es ist doch sogar doper, wenn er seinem Style treu bleibt, das ist richtig, aber wenn er das aus Zwang ist so ein krasses Wort, aber wenn er das nur aus dem Antrieb macht, irgendwie, dass er seinen Fans von damals treu bleibt oder dann ist es halt der falsche Antrieb. Wenn er das so machen will, ist alles cool. Aber dann braucht er sich auch im Umkehrschluss, darf er sich dann nicht wundern, dass halt permanent im Schicksal des JBB-Rappers stecken bleibt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. Eispalast zum Beispiel. Ja, mega. Eispalast, mega. Eispalast ist ein mega Song, Alter. Ich fand es auch bei seinem letzten Song, den fand ich auch anders. Aber da muss ich auch sagen, da war ich auch einer, der dann irgendwie ein bisschen kritisiert hat. So, wo ist die Endebetonung? Warum betont er so komisch und bla bla bla. Man Vielfalt ziemlich breit gefächert. Ein Flüstern verstummt in meinem Kopf. Ich trage all den Prunk aus meinem Schloss. Das Herz ist dunkel, doch es pocht. Geboren in einer. Boah, das ist auch ein deeper Song. Den könnt ihr euch mal reinziehen, Alter. Flamme wie der Funke auf dem Dorf. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Spricht, denke ich, auch mal für sich. Und letzter Punkt: Julians Block Battle. Wie sagt man so schön? Das Beste kommt zum Schluss, also jetzt zur Wurzel allen Übels. Die Kunstfigur Julians Block war von Anfang an eine extrem polarisierte. Auch Julian, das gibt ja so viele gescheiterte. Was heißt gescheiterte Leute, ne? Julian ist ja jetzt, doch, ist auch Rapper, aber Julian, hätte er einfach Julians Block weitergemacht, Junge, der wäre Multimillionär. Wo ist er? Natürlich, es gibt immer Schicksalsschläge, es gibt immer Dinge, ich will das gar nicht sagen, so, die Leute werden ihre Gründe haben. Aber, ja, es ist auch ekelhaft von mir eigentlich, gerade sowas zu sagen, so, aber manchmal fragt man sich einfach, warum ziehst du denn nicht durch, so? Das ist wie, wenn ich jetzt auf einmal, ich würde jetzt einfach keine Songs mehr machen. Ich habe jetzt die krassesten Features überhaupt. Bei mir läuft alles soweit gut und ich höre jetzt einfach auf. Ja, warum sollte ich denn, Dicke? Aber das ist ekelhaft, weil alle Leute werden ihre Gründe haben, so. Polarisierende Persönlichkeit. Leute, wenn deine Freundin nicht kommt, dann bist du eine verdammte Flasche und solltest ihr das Leben nehmen. Aber mach dir nichts draus. Ich wette, sie lutscht schon diverse andere Penisse und bleibt trotzdem bei dir. Was ein Typ, Alter. Eine vulgäre Scheiß-auf-alles-Attitude war vermutlich der Hauptgrund für seinen rasanten Aufstieg und jahrelangen Erfolg. Jetzt ist es aber auch so, dass Polarisieren auch immer Gegner mit sich bringt, in seinem Fall nicht gerade wenige. Das ist doch der Sinn von schwarzem Humor, dass man Witze macht, über die man gar keine Witze machen sollte. Ja, aber ich glaube, bei dem Thema darf man es einfach nicht. Ja, das ist deine Meinung, aber das ist das halt, ne? Also, schwarzer Humor ist Sinn der Sache, dass man sich über Sachen lustig macht, über die nicht witzig sind. Das Video ist der größte Hit seit Tutsche. Jetzt ist es ja, das jetzt. Schwarzer Humor, das findest du nicht witzig, aber das... Der größte Hit seit Tutsche, was war denn Tutsche nochmal? Das ist witzig. Diese ach so erwachsenen Leute... Ach, Tutsche war doch die in Offenbach am McDonald's irgendwie mit einem Schlag umgebracht hat. Ja, das ist schon übel. Wir werfen ihm ja immer vor, ach, auf diesen schwarzen Humor fallen doch nur kleine Kinder rein, keiner über 18 findet das lustig. Also erstens werden mir Dinge wie diese hier... Der Arbeitgeber muss endlich mit uns über unsere Forderungen für alle unsere Mitglieder in der EVU verhandeln. Und ich muss mit euch auch über was verhandeln, und zwar über meinen Partner Holy. Ich hab's fast vergessen in diesem Video. Checkt den zweiten Link in der Videobeschreibung aus. Ich trinke den leckeren Hydration Drink Pink Grapefruit mit ganz viel Ice, Baby. Ist so 100% vegan, so gut wie kein Zucker, gibt auch Energy Drinks und Eistees. Verhandeln. Wieso muss der Arbeitgeber irgendetwas außer auf euch zu scheißen, ihr undankbaren...
mit 40 noch einen Schmunzeln entlocken können. Und zweitens ist es doch viel kindischer, ein Format bzw. die Teilnehmer davon nur aufgrund des Erfinders aus Prinzip zu boykottieren. Natürlich ist die Kunstfigur Julian nicht jedermanns Sache und natürlich ist das plumpe, schwarze Humor-Anecken leicht zu durchschauen, aber Kanye Wests Lebenswerk ist doch auch nicht weniger beeindruckend, nur weil der Typ dahinter eine Schraube locker hat, oder? Was bleibt mir also abschließend zu der ganzen Thematik zu sagen? Ich kann alle drei Punkte in Ansätzen absolut nachvollziehen, wenngleich diese oft sehr verallgemeinert und übertrieben gebracht werden. Ich persönlich sehe den Misserfolg vieler dieser Leute weniger in einem dieser Argumente begründet, sondern viel eher in der gnadenlosen Inaktivität. Ey, der Bruder hat eine gute Ansicht, ich sag dir ehrlich, genau das ist meine Rede. Meine Rede, die Inaktivität, das Hype-Verpendige. Der meisten. Leider haben sich so viele Ex-Teilnehmer auch in dieser Hinsicht vom großen Idol inspirieren lassen, die wohl schlechteste Eigenschaft desselben. Die meisten haben einfach zum gegebenen Zeitpunkt nicht geblickt oder aufgrund des Alters noch nicht blicken können, wie extrem viel Bekanntheit sie zu der Zeit auf sich hatten und wie viel da noch hätte gehen können im Nachhinein. Rein skilltechnisch stecken 8 von 10 Ex-JBBlern 90% der heute erfolgreichsten Rapper locker in die Tasche. Aber was bringt's einem, wenn's halt eben keine Sau juckt? Vor allem in der Musik setzt sich meistens Charakter gegen Skill durch. Die Masse will keine anspruchsvolle Musik, sondern stupide Berieselung. So war es schon immer und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dürft ihr entscheiden. Ansonsten, Leute, wie hat euch das Video von mir gefallen? Wie authentisch? Sehr gut hat mir das Video gefallen. Bisschen langsamer, geil gefunden, weniger, mal ein bisschen mehr Pausen, ein bisschen langsamer reden, aber ansonsten geil, kann ich mir geben, sowas. Habe ich die Rolle des infantilen JBB-Kiddies rübergebracht? Lasst mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen, Freunde. In diesem Sinne sehen wir uns gerne beim nächsten von mir wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und Peace. Der Beat auch, gell? Cooles Video. Ey, cool. Gute, ich bin's, die Birgit. Cooles Video hast du da rausgehauen.